Ja, servus miteinander. Ich bin wieder der Steigerwald Endwanner. Heute geht es um mein neues Modellbahnzimmer. Momentan sehr wenig mit Modellbahn zu tun. Und alles weitere dann nach dem Intro. Ja, es passt irgendwie gar nicht zusammen. Ich habe mittlerweile die Grenze von 1000 Abonnenten überschritten. An der Stelle an euch da draußen recht herzlichen Dank. Obwohl ich ja in relativ großen Abständen nur meine Videos hochlade, scheinen die Videos doch teilweise gut anzukommen. Das freut mich. An der Stelle nochmal recht herzlichen Dank. Und ja, ich kann euch versprechen, dass es dann nach der Sanierung dieses Kellerraums dann auch wieder vernünftige Modellbahnvideos von mir gibt. Ich wollte euch jetzt in einem ganz kurzen Video einfach mal updaten, was passiert hier in diesem Raum. Ich zeige es gleich einmal an ein paar Bildern. Eine feuchte Kellerwand durch, ja, ich denke mal, aufsteigende Feuchte. Ich habe jetzt quasi den Kampf angenommen von innen und von außen. Von innen bin ich jetzt hergegangen, habe hier so eine Flüssigkeit in die Wand rein injiziert, also alle 20 cm ein Loch gebohrt und über einen Docht, ja, im Kapillarverfahren eine Flüssigkeit ins Mauerwerk eingebracht, die dann in den Stein eindringt. Und entsprechend dann die Wasserabweisung herstellt im Stein selber und somit dann im unteren Bereich eine Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit hoffentlich doch erfolgreich hergestellt werden kann. Ja, man sieht hier im Hintergrund in diesem Eckbereich, da ist dann die Feuchtigkeit auch übers Eck quasi eingedrungen. Dort hatte ich draußen noch einen Wasserschaden und einer meiner Gartenbewässerung. Da war auch wohl eine undichte Stelle dann in der Abdichtung der Außenmauer. In dem Bereich, ja, Putz ab, weil er schon eben mit Salzen angereichert war. Jetzt muss ich das ganze Zeug hier innen 3-4 Wochen einwirken lassen, bevor es dann letztendlich wieder ans Verputzen der Wände geht. Ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit, die nächsten 2-3 Minuten nur ganz kurzes Video, wie mein Kampf für mein neues Modellbahnzimmer im Moment steht. Bis gleich. Also hier sieht man jetzt noch die Flaschen mit der Injektion in die Wand. Das Ganze ist jetzt quasi hier komplett in der ersten untersten Steinreihe passiert. Man sieht hier noch die abgeschnittenen Dochte. Hier im Eck bin ich noch nicht ganz fertig. Auch hier werden jetzt dann nochmal die letzten Flaschen quasi angebracht. Geht noch ein Stück weit hier in die Innenwand rein, dann ist aber gut. Hier sieht man so mein Problembereich. Die Kelleraußentreppe, die anscheinend nicht sauber abgedichtet ist. Und jetzt wird auch hier, man sieht schon den Schlitz, mache ich den Putz im Sockelbereich, haue ich runter, dann wird sauber abgedichtet mit Camperol und dann wieder kommen neue Sockelfliesen drauf, weitere, und dann wird auf die Sockelfliesen drauf geputzt und nicht so wie es jetzt hier noch war, erst der Putz und dann die Sockelfliesen. Ja, dann habe ich eben immer die Stelle, ich weiß nicht, ob man es hier noch sieht, ja, hier müsste man es sehen, da wo ich dann quasi zwischen der Außenwand und den Sockelfliesen dann meine undichten Stellen habe. So, ja, das wird jetzt mein Kampf der nächsten Tage sein, das Ganze jetzt von außen anzugehen. Ich sage es vor innen bin ich jetzt ganz guter Dinge. Ja, und dann hoffe ich mal, dass ich in 5-6 Wochen soweit bin, auch mit meiner Modellbahn dann umzuziehen. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an die Kommentare,
die ihr soweit auch hinterlassen habt, wo ich ja gefragt habe, soll ich jetzt umziehen oder komplett neu bauen? Ich würde sagen, die Meinung war so 50-50. Und ich werde jetzt erst einmal ja, die MOBA umziehen, sukzessive dann erweitern mit den, ja, mit dem möglichen Raum oder den erweiterten Raum. Und das ist jetzt so mein Plan. Also erst die Zimmerfertigstellung hier und dann der Umzug mit der alten MOBA. Dann werde ich mir die Werkstatt noch ein bisschen schöner einrichten, dass es auch dann mehr Spaß macht, weiterzuarbeiten an der MOBA. Ja, das ist so jetzt der Plan. In dem Sinne nochmal recht herzlichen Dank an die über 1000 Abonnenten. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es hier weitergeht. Und in dem Sinne erst einmal eine schöne Sommerzeit. Für die, die jetzt in Urlaub gehen, einen schönen Urlaub. Und ja, bis die Tage mal. Tschüss, euer Steigerwald-Embanner. Servus, macht's gut.